Jugendarbeitslosigkeit ist der Grundskandal unserer Gesellschaft. Mehr als ein Viertel der europäischen Jugendlichen, in manchen Mitgliedstaaten mehr als die Hälfte ohne Arbeit, bedeutet daher eine gewaltige Herausforderung. Jugendarbeitslosigkeit bedeutet nicht nur das Fehlen einer Erwerbsgrundlage, sie zerstört auch Entwicklungschancen und vor allem aber untergräbt sie die Glaubwürdigkeit des demokratischen Systems. Es ist daher auch zynisch, wie es die neoklassische Lehre gebetsmühlenartig vorträgt, die Jugendlichen alleine dafür verantwortlich zu machen, Jobs zu finden. Die ständig steigende Jugendarbeitslosigkeit muss mit politischen Mitteln bekämpft und in den Mittelpunkt der europäischen Politik gerückt werden. Es ist verwunderlich, wieso diesem Problem bislang seitens der Kommission so wenig Augenmerk gewidmet wurde. Es ist auch nur schwer nachvollziehbar, dass es nicht unbeträchtliche Mittel in den europäischen Fonds gibt, welche bisher aus administrativen Gründen nicht abgerufen wurden. Diese könnten ohne große Mühe sofort für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit aufgewendet werden. Die Bedeutung des Problems erfordert aber auch darüber hinaus zusätzliche Mittel. Vor allem sollten junge Menschen eine klare Perspektive gegeben werden, indem wir ihnen eine Beschäftigungsgarantie abgeben. Das ist finanzierbar und jedenfalls viel billiger als Arbeitslosigkeit.